Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tief Simulator. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt bei dem gierigsten, aber auch automatisch besten Dieb EU Ost. Ja, das muss ich nochmal ganz klar betonen. So, es geht los. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Was ist mit ihr? Darf ich das Bild nicht in dem Auto rein, raus oder was? Oder was ist hier das Problem? Folgendes. Die 208, dieses wunderschöne Objekt. Ach. So. Muss gebrochen werden, sage ich jetzt mal im Fachausdruck. Entdeckt? Was? Entdeckt? Wer hat mich entdeckt? Wer soll mich denn entdeckt haben? Oh, ruft er die Bullen, ey. Ohne Mist. Gehe ich wieder in die Mülltonne, findet mich eh keiner. So. I'll let you in on a little secret. This job right now? Warte mal, ist dieser Job? Nicht dieser Job und das war es. Du machst das und bist frei. Schalt die Alarmanlage aus, nimm das Gemälde und lass die Replik dort. Komm hier nicht zurück ohne das. Tausche das Gemälde mit der Replik aus. Okay, wir haben das Bild. Natürlich ist es logisch, dass wir das Bild aus dem Kofferraum erstmal irgendwie ins Grundstück bringen müssen. Ihr natürlich wieder schlauer wie ich, ist ganz klar. Sollen, natürlich müssen wir das hier über diese Dings machen. Kein Problem, haben wir getan. Und jetzt, meine lieben Freunde, werden wir erst einmal ins Objekt einsteigen. Das ist erstmal wichtig. Ins Objekt einsteigen. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass wir aus welchem Grund auch immer, die komplette Routine hat es nicht gespeichert, leider. Okay, da hinten ist einer. Die komplette Routine hat es leider nicht gespeichert. Das heißt, wir müssen unser Fernglas nochmal auf den Quickslot legen. Da hinten schlingelt auf jeden Fall einer rum. So. Wir müssen die irgendwie nochmal... Okay, wir müssen die irgendwie hier nochmal in unseren Gucker kriegen. Oh, es ist aber gerade hell, ne? Sehr hell. Da hinten ist doch auch immer einer rumgelaufen. Wo ist er denn? Okay, die haben wir auch. Okay. So, wir haben... Oh, lol. Der ist da wegen hiervon. Der läuft bis hier vor. Okay, die Routine hier von denen ist jetzt gleich vorbei. Das heißt, dann können wir die schon wieder neu markieren. Also die Zeit ist gleich um, dann können wir die schon wieder neu markieren. Das wäre nicht schlecht. Ich würde den ganz gerne hier dann gleich direkt nochmal markieren, weil sich das gerade anbietet. Wir haben 17.30 Uhr. 18 Uhr müsste das abgelaufen sein. Dann werden die uns nicht mehr angezeigt. Das ist das Problem. Und ja. Dann wissen wir wieder nicht, wo die rumschleichen. Das Problem ist, dass wir... Ach doch, da ist er. Von hier kriegt man ihn angeschaut. Okay. Okidoki. So. Okay. Die Stunde müsste gleich umspringen. Der ist jetzt hier von. Gleich sehen wir nicht mehr. Zack. So, wir warten noch ganz kurz. Der müsste gleich wieder hinterlaufen. Okay, super. Wir haben sie wieder markiert für 3 Stunden oder 4 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Steht er draußen? Steht vor der Tür. Ja, moin. Der müsste mal... Ja, wieder reingehen. Sehr gut. Ach, der steht am Fenster und guckt. Okay. Ja, moin. Der kommt jetzt hier hinten runter. Okay, der schlingelt hier hinten rum. Hier muss irgendwo wahrscheinlich noch eine Kamera hängen. Okay, der läuft jetzt wieder hoch. Wir gehen hier mal durchs Gebüsch. Jawohl.
Okay. Dachrinne hoch. Steuerung ausschalten. Das ist erstmal der Plan. Erstmal müssen wir da rüberkommen. Okay, erstmal müssen wir da rüberkommen. Funkschlüssel brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen Tablet. Tablet? Hacker-Laptop. Okay. Komm, geh wieder hoch. Los. Okay. Irgendwo hier hin war noch eine Kamera, bin ich mir sicher. Okay, gut. Da ist die Dachrinne. Okay, wir kommen jetzt erstmal hoch. Wir können dort das... Lol. Der läuft natürlich am Fenster vorbei. Gut. Oh, da steht auch einer. Boah, der sieht uns aber nicht. Fenster verfügen über Sensoren. Kamerasteuerung findet sich auf dem zweiten Etage neben meinem Fenster. Okay. Wir können jetzt erstmal die Kamerasteuerung ausschalten. Ja, moin. Jetzt müssten die Kameras eigentlich aus sein. Läuft er mal an dem Fenster vorbei. Das ist voll ätzend. Ich muss das mal irgendwie... Obwohl das mit den Kameras irgendwie... Okay, die scheinen wirklich erstmal aus zu sein. Okay, und jetzt müssen wir da rein. Oh, der steht dort. Die Fenstersteuerung. Fenstersteuerung befindet sich in der Garage. Also wir müssen auf jeden Fall hier in der Garage muss irgendwo da ist die Steuerung für die Fenster. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, kein Plan, wie ich da hinkomme. Der da hinten geht mir echt auf den Zeiger. Die Fenster sind unten. Die Fenster sind jetzt unten. Das Problem ist, wir kommen jetzt zu den Fenstern nicht rein. In der Garage. Der Schalter für das Tor findet sich im Flur und zwar die Steuerung, Fenster findet sich gerade möglich, die Rinne hochzuklettern und Balkon zu gelangen. Ganz ehrlich. Okay, wir sehen die Typen schon wieder nicht mehr, oder? Oh nein, wo ist der? Oh, wo ist denn der jetzt hin? Fuck. Da hinten. Da haben wir das. Control Panel für... Fenster. Das war das Control Panel für die Fenster. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das war doch das Control Panel für die Fenster. Die Steuerung der Fenster findet sich in der Garage. Welche Steuerung? Welche Steuerung soll das sein? Welche Steuerung soll das sein? Das verstehe ich nicht. Ich kann sagen, ich stehe da ein bisschen auf dem Schlauch hier. Aber die Steuerung für die Fenster. Aber warte mal, erstmal die Kamerasteuerung. Die können wir ausschalten, indem wir die Rinne hochklettern und so weiter. So, die Steuerung für die Fenster.
sind, ist unter uns in der Garage. Meiner Meinung nach haben wir was detected, was wir vorher noch nicht hatten. Oder wir haben die Kamerasteuerung wieder getriggert. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, er hat die Kamerasteuerung wieder. Müsste wahrscheinlich einfach in die Garage kommen. Müsste irgendwie runter in die Garage kommen. Ich müsste irgendwie runter in die Garage kommen. Das Problem ist, die Dudes sind auch gleich wieder weg. Die haben auf jeden Fall die Kniften schon in der Hand, ey. Das kann nicht wahr sein. Der ist außen. Der ist inne. Der ist rausgegangen. Komme ich in die Garage? Wie komme ich in die Garage? Warte mal, die Garage ist da hinten. Ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt definitiv. Ich habe gerade das Gefühl, ich werde definitiv erwischt. Okay. Hier ist die Garage. Das Kontrollpanel für die Garage. Ich sehe keinen mehr. Scheiße, ich habe die nicht markiert. Okay, wo ist das Kontrollpanel? Da. Es scheint doch ein anderes zu sein. Okay, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach sollte jetzt. Lol. Da ist das Bild. Meiner Meinung nach sollte jetzt. Die Fenster. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Okay. Das war gerade sehr, sehr knapp. Nur wieder rein zur Garage. Wir müssen nur wieder rein. Ich weiß nicht, wo der hingeht. Okay, der kommt gar nicht bis hier vor. Zur Garage wieder rein. Okay. Okay. Gerade mehr Glück wie Verstand. Dreh dich rum. Oh Gott. Wir sind am Arsch. Findet sich gerade keiner im Haus. Was ist das da hinten? Hä? Achso, wir sollen das Gemälde austauschen. Das, ja, ja, okay. Wir sollen das Gemälde austauschen, sonst da hinten wieder hinstellen, sonst von der anderen Seite rausholen. Wo hängt das Gemälde? Irgendein Gemälde mit... In einem Haus und Blumen. Okay. Ein Gemälde mit Haus und Blumen. Okay. Im Bad wahrscheinlich nicht. Ein Gemälde mit Haus und Blumen. Es wird wahrscheinlich irgendwo unten hängen.
Fenster sind noch zu. Wie spät haben wir es? 3.10 Uhr. Die werden wahrscheinlich noch ein Stückchen zubleiben. Hier ist noch ein Bad. Hier hängen Gemälde. Nicht das, was wir suchen. Okay. Tausch das Gemälde mit der Replik aus. Stehle das Gemälde. Okay, es wird uns aber nicht gesagt, wo es hängt. Hier geht's wieder raus. Hier hängt's auch nicht. Oh mein Gott. Wo hängt diese scheiß Gemälde, Alter? Hier geht's raus in den Garten. Es kann fast nur oben hängen. Okay, wir müssen vorsichtig machen, dass der uns nicht sieht. Okay, hier im Flur hängt es auch nicht, da hing es nicht, dort hing es nicht. Boah. Das Gemälde, das Gemälde, das Gemälde. Komm schon, ey, mach's mir nicht so schwer, bitte. Im Kinderzimmer wird wohl nicht so ein teures Gemälde hängen. Von der Logik halber. Warte mal, da hinten, was ist das? Das ist unten. Unten. Okay, das ist das Zimmer, in dem es hängt. Ich bin gerade in das Zimmer. Ich bin gerade in das Zimmer rein. Wieso kam diese Sequenz jetzt? Das ist das Gemälde. Das ist es. Okay. Wir können wieder raus. Wir können wieder abhauen. Wir haben das Gemälde. Ich nehme noch ein bisschen was mit. Okay. Aber komm, sei es drum. Wir brauchen die Kohle in dem Sinne nicht. Wir brauchen die Kohle nicht. Lasst uns Hauptsache sich wieder rauskommen. Das Problem ist, wir wissen gleich nicht mehr, wo die Schlingel sind. Warte mal, einer ist ganz da hinten und einer ist dort. Der ist drin. Der ist drin. Lol. Okay, der kommt gleich wieder. Kommt der bis hier vor? Ich springe einfach runter. Ich glaube, wir sollen es hier wieder durchschieben. Was? Ich glaube, wir sollen es hier wieder durchschieben. Ich glaube, wir sollen einfach nur noch abhauen. Shin, das ist so spannend, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich muss an dieser Kamera vorbeikommen. Das geht gerade nicht. Der ist gerade hier vorne, okay. Das ist der, wahrscheinlich der letzte Job, ey. Und das Ding hier ist eine Festung, das Haus. Bin da vorne rein, okay. Und volles Risiko, von der Kamera bemerkt. Okay, die haben es nicht mitgekriegt. Der hat es nicht mitgekriegt, so wie es aussieht. Der hat es nicht mitgekriegt. Wir waren so schnell, wir waren wie ein Schatten durch die Kamera, Alter. Es ging nur kurz, wie wenn eine Fliege kurz vor dem Kamera lang fliegt. So war das jetzt gerade. Ah, sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir nur noch zurückkommen. Warte mal, das Tor, das Tor. Scheiter für das Tor findet sich im Flur im zweiten Stock. Und mit das Tor könnten wir vorne raus. Das Problem ist die Kamera. Hola, die Waldfee. Wo will er denn hin? Okay. Da hinten ist auch noch einer.
So, hier ist nämlich alles mit Wachmännern vollgespickt. Okay, wir können abhauen. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, der läuft jetzt da vorne wieder Patrouille. Der ist hier vom Haus. Den müssen wir noch wieder reingehen lassen. Okay. Ha! Wir müssen da hinten über die Ranken wieder klettern. Dann sind wir draußen. Ins Auto und gib ihm. Okay, der geht wieder rein. Der guckt da hinten an der Ecke. Das kann uns erstmal wurscht sein. Der sieht uns auch nicht. Okay, ducken. So. Fuck it. Irgendwo hier hinten sind die Ranken gewesen. Da. Und ciao. Junge, wir haben das Gemälde gestaut. Oh, das war gut. Vince ruft jetzt an und sagt das mal, was wir für ein krasser Dieb sind. Ja? Ich habe zwar sonst nichts groß weiter mitgenommen, aber scheißegal. Das war richtig schlecht von der Bewertung her, aber es ist trotzdem erfüllt, ja? So, bro. Vince, was hast du? Schick uns das Gemälde über Black Bay und wir sind mit dir fertig, versprochen. Okay. Ich bin nämlich, die haben nämlich hier mich immer für ihre Depotarbeiten, aber ich habe mich jetzt frei, ich bin frei. Ich bin jetzt ein selbstständiger Dieb quasi, mit eigener Firma. So, warte mal, Landhaus von Picasso. Okay, über Black Bay geschickt. Sehr schön. Und weil ich so zufrieden, hast du schon kommst dein Buch und geht zum Tor. Ich denke, dass es dir gefallen wird. Okay. Dokumentenbox, okay? Es gibt eine Dokumentenbox. Story ist ja nicht schlecht, ne? Kann man nichts sagen. Ich mag das ja. Wenn da so ein bisschen Story dabei ist, macht es natürlich alles Sinn. WTF. 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 Ich habe mich extra nicht gespoilern lassen, ne? Ich habe gelesen, ja, du kriegst am Schluss eine Kiste und so. Ich hab mich nicht gespoilert. Diese Spackos haben mich in die Luft gesprengt. Nach der ganzen Scheiße, die ich gemacht habe. Diese ganzen krassen Coups, die ganzen krassen Brüche. Oh mein Gott. Und dann sprengen die mich einfach in die Luft. Was für eine undankbare Herde. Vibe, kannst du bekommen? Das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für mich. Moment. Ich habe die Aufträge erledigt. Und zwar alle. Und zwar so gut wie ich konnte. Und was haben die gemacht? Die haben mich in die Luft gesprengt als Schuss. Hast du was anderes erwartet? Die haben mir ein Paket geschickt, haben gesagt, das ist eine Belohnung und hier war eine Bombe. Die spinnen doch. Die habe ich in die Luft gesprengt. Das war's. Die habe ich in die Luft gesprengt. Zum Schluss. Zack, bam. Das war's. Fertig. Hier. Der hier war ich. War. Muss eine Frau gewesen sein, die Auftraggeberin. Es muss eine undankbare Frau gewesen sein, die einen Männerhass hatte. Ja, wollte ich nur mal sagen. Eine Frau, denn Frauen sind fröhlich. Ich komme wieder. Ich komme wieder. So. Zu krass. Ja gut, deswegen sollte ich wahrscheinlich diese Kiste nicht aufmachen. Also meine lieben Freunde, das war's gewesen vom Tiefsimulator. Gierigster und professionellster Dieb EU Ost gibt sein Amt nieder, wurde leider in die Luft gesprengt. Als Dankeschön für alles. Vielen Dank für ja, das Begleiten durch dieses Projekt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war ein cooles Spiel. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Game wieder. Wenn ihr Bock habt, switcht doch einfach auf Touristbus-Simulator. Können wir zwar nichts klauen, aber ein paar Leute durch die Gegend schippern. Wird mindestens genauso lustig. Wenn es euch hier gefallen hat, fällt euch dort auch. Dankeschön fürs Dabeisein.
Übrigens, Tourismus Simulator mit Special Code gibt es bei GamesPlanet. Schaut mal in den Community-Bereich, im Community-Post-Bereich. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, dort gibt es einen Spezialcode. Dort könnt ihr euch den Tourist-Pass-Simulator dann vorbestellen, wenn es soweit ist. Ne? Jetzt gerade noch nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus, euer Manus. Ciao.